Etwa 20 Gleitschirmflieger aus ganz Deutschland haben in Waren das richtige Verhalten im Notfall geübt. Nach einem theoretischen Teil folgte die Praxisausbildung in der Turnhalle. Was ist zu tun, wenn der Gleitschirm ins Trudeln gerät, zusammenfällt, nicht mehr trägt? Mit 16 Kilo Gepäck auf dem Rücken, in einem Gurt hängend, wird die Situation simuliert. Und damit es auch echt wird, schubst Fluglehrer Sebastian Döllinger seine Schüler an. Den richtigen Bewegungsablauf zu kennen und dann auch einfach die Situation bewusst wahrzunehmen, um dann wirklich in der Reaktion adäquat und in der Situation adäquat reagieren zu können. Nach dem Wurftraining wird auch noch das richtige Packen des Rettungsgerätes geübt. Gleitschirmfliegen ist längst kein Extremsport mehr, sondern zu einer breiten Sportart geworden. Inzwischen gibt es 40.000 Gleitschirmflieger in Deutschland.